Keiner hört auf mich. Keiner macht, was ich sage. Boah. Wenn ich mich durchsetzen könnte, was dabei zu beachten ist, darum geht's jetzt. Ja, sich durchsetzen, Gehör bekommen, dass das Wort Gewicht hat. Ja, hätte man mich mal gefragt. Keiner hört auf mich. Ja, wir kennen das Ganze. Wie geht das mit dem Durchsetzen? Wie erreichen wir das mit dem Durchsetzen, dass man uns zuhört? Und dass es wichtig ist, was wir sagen. Ja, gar nicht so einfach, oder? Ich weiß das noch genau. Ich habe mich selbstständig gemacht und ziemlich genau nach den Paralympics in Sydney. Da war die Idee, ja, soll ich noch weitermachen mit dem Leistungssport? Und irgendwann mal habe ich gedacht, diese Idee mit der Selbstständigkeit lässt mich nicht mehr los. Also ich habe mich selbstständig gemacht. Mit was? Natürlich mit Seminaren und Coachings. Und wie ist es, wenn man sich selbstständig macht? Natürlich geht die Idee auf. Alle schreien Hurra, endlich jemand, der selbstständig ist, den wir buchen können. War natürlich nicht so. Ja, das Unternehmen hieß Grundl Seminare und Coaching und war eigentlich eine Solo-Geschichte. Und da habe ich mich bemüht um Aufträge. Aber ein Referent im Rollstuhl, was heute vielleicht, ja, 20 Jahre später, eher normal ist, war damals noch sehr, sehr außergewöhnlich. Na, man hat auch nicht Rollstuhlfahrer auf der Straße viel gesehen, sieht man heute auch mehr oder am Reisen oder sonst irgendwo. Ich erinnere mich noch. Damals mit der Bahn unterwegs sein, was für ein Horror. Da muss man immer irgendwelche Leute ansprechen, die einen dann reingezogen haben. Heute gibt es ja da Vorrichtungen, die kann man anmelden. Auch beim Fliegen war das ein Gezerre und ein Hin und Her. Na, das ist eine lange Zeit her und da hat sich zum Glück sehr, sehr viel getan. Also, der erhoffte Erfolg, wann kommt der schon, wenn man darauf setzt? Das ging erstmal in ein Tal der Tränen, in eine Angst auch rein. Ich hatte genau Geld für ein Jahr. Innerhalb eines Jahres müssen die ersten Aufträge kommen, sonst wird es eng mit der Selbstständigkeit. Ja, ich weiß noch genau, die ersten 3, 4 Monate, wie dünn besiedelt das war, wie ich mich bemüht habe, wie auch die ersten kleinen Aufträge kamen. Ja, und dann ziemlich genau nach einem Dreivierteljahr kam ein richtig schöner sechsstelliger Abschluss. War eine Firma, die mich gebucht hatte. Und, das muss ich Ihnen erzählen, da habe ich auch etwas erlebt, was ich so in meinem Leben vorher noch nie erlebt hatte. Und zwar saß ich da mit dem Inhaber und dem Geschäftsführer von der Unternehmung und es ging um den Abschluss einer Trainingsreihe. Also nicht mal ein Seminarchen oder sonst irgendwas, sondern richtig Seminare, Coachings, Training und eine Begleitung mehrerer Gruppen, ja, über, ja, ein Dreivierteljahr. Also praktisch ein komplettes Jahresbudget für mich. Und ich saß da am Tisch und der Inhaber schaute mich an und sagt: Herr Grundl, das Zweitangebot, das wir haben, da ist jemand, der hat weniger als den halben Tagessatz wie Sie. Und er guckte mich an und schwieg danach und ich habe ihn einfach auch nur angeguckt. Und habe auch nichts gesagt und habe innerlich nur gedacht, oh je, wenn du jetzt irgendwas sagst, mit jedem Satz, den du jetzt sagst, wird dein Tagessatz sich reduzieren. Also habe ich ihn ausgehalten, wie er mich angeguckt hat. Er guckt rüber zu seinem Geschäftsführer, guckt wieder zu mir, guckt zum Geschäftsführer und sagt, aber ich glaube, wir haben uns schon für Sie entschieden. Das war ein Schlag. Und ich habe dann im ersten Jahr Selbstständigkeit doppelt so viel verdient wie in meinem besten Gehalt als Angestellter. Und ja, das war ein Durchbruch. Und war das ein Gang auf der Rasierklinge? Ja, war es auch. War Glück dabei? Wahrscheinlich auch. Und ich bin heute noch, ja, diesen Menschen dankbar und kenne sie auch heute noch und bin noch mit ihnen verbunden. Und ein besonderer Moment. Und während ich gerade darüber rede, muss ich gerade intensiv wieder darüber nachdenken und bin praktisch in dieser Zeit wieder angekommen. Ja, war toll. Und was ist dann passiert? Nun, ich wollte natürlich nicht nur irgendwo Seminare und Coachings geben,
sondern das Thema Führung, Leadership, was ja so eine Art Berufung in mir ist, hat natürlich immer danach geschrien, auch eine gewisse Anerkennung im Land zu erfahren. Und da möchte man natürlich nicht nur zu einer Vielzahl von Experten gehören, die es da eben so gibt im Land, sondern man möchte schon ein bisschen weiter vorne dabei sein. Also vielleicht einer der gefragtesten Führungsexperten. Wäre doch schön, oder? Und gesagt, getan, habe ich mich eben auf den Weg gemacht. Die Dinge, wie ich sie durchdacht hatte, waren inhaltlich, glaube ich, schon sehr früh ein bisschen fordernder. Nicht so nur gutes Gefühl, sondern wirklich das Thema Intensität und Transformation, das, für was wir ja heute stehen. Und das habe ich damals nicht gemacht aus irgendeinem Vergleich, sondern einfach nur aus Instinkt, weil ich dachte, das ist das, was dem Markt eben fehlt. Und ich habe immer mehr Selbstvertrauen bekommen, also nicht nur die Seminare fingen an, auch die Keynotes haben sich gut entwickelt, die Redneranfragen und auch die Differenzierung zwischen Reden, Trainieren und Coachen, das ist ja, manche sagen, das ist ja ein und dasselbe, das sind aber wirklich unterschiedliche Berufe, wenn man es sehr genau nimmt. Gibt sehr selten, dass ein exzellenter Sprecher auch ein guter Coach oder Trainer ist. Oder umgekehrt, ein Trainer dann ein guter Redner sein kann. Oder das, was es für ein 1-zu-1-Coaching braucht, dass man das unbedingt hat, wenn man Seminare gibt. Also das kann, muss aber nicht zusammenhängen. Und dann auf dem Weg an die deutsche Spitze zum Thema Führungsexperten oder Redner oder wie auch immer, ist dann Folgendes passiert. Ich wurde inhaltlich immer besser. Und die Resonanz in meine Person wurde eigentlich auch immer größer. Und ich habe schon gedacht, super, das sieht gut aus. Aber dann ist Folgendes passiert. Und das werden Sie nicht glauben, aber es ist genau so passiert. Ich war in Frankfurt, ich weiß es noch genau, zu einem Vortrag. Und da war ein Pharmakonzern. Und das war ein bekannter Pharmakonzern. Und da saßen nicht irgendwelche Führungskräfte, da saßen die Top-Kräfte von diesem Pharmakonzern. Und für mich als Führungskräfte-Redner natürlich etwas ganz Besonderes. Also wenn man nicht nur immer davon redet, mit Spitzenleuten zusammenzuarbeiten, sondern wirklich mit ihnen zusammenarbeitet. Und natürlich ist es eine Ehre und wunderbar, dort zu reden. Und das war auch so. Ich war hervorragend vorbereitet, es hat Spaß gemacht, es war ein wunderbares Ereignis. Und nach dem Vortrag passierte Folgendes. Der CEO ist zu mir gekommen von dieser Firma und hat mit mir gesprochen. Ich habe ihn gefragt, ob er zufrieden ist, ob das dabei ist, was er sich gewünscht hat. War alles in Ordnung, kam super an. Doch irgendwann mal hat er mich beiseite genommen und gesagt, Herr Gundel, ich muss Ihnen das einfach sagen. Was Sie da sagen, wie Sie es machen, das ist richtig gut. Aber wissen Sie, es ist schon schwer für mich, von Ihnen das anzunehmen. Und das mit den Ihnen war natürlich mit Ihnen als Mann im Rollstuhl gemeint. Weil wenn man da sitzt und man sieht einen Rollstuhlfahrer, der über Führungsstärke spricht, und es geht ja auch um Souveränität, um Kraft, um Stärke in der Führung eben auch. Natürlich geht es auch um Inhalte, aber es geht eben um dieses, dass Führungskräfte im Schnitt wesentlich größer sind als Nicht-Führungskräfte und dass eben gewisse Erwartungshalten an eine Stärke da sind. Und jetzt überlegen Sie mal, da sitzt jetzt ein Rollstuhlfahrer und wenn man Rollstuhlfahrer sitzt, ist doch nicht gleich, dass man an Stärke denkt. Da denkt man doch zuerst mal nur an, um Gottes Willen, ich muss an Weihnachten wieder spenden. Das ist doch der personifizierte Albtraum. Aber doch keine Vorbildfunktion in Sachen Führung. Und was sagen Sie jetzt? Sagen Sie so, was kann man doch nicht machen? Holen Sie die Moralkeule raus und dreschen ein auf diesen CEO. Könnte man natürlich machen, aber was bringt das? Man könnte sich natürlich moralisch beschweren, aber bringt mich das weiter? Das wäre die erste Möglichkeit gewesen, die Moralkeule einhauen auf jemanden, der etwas sagt, was man nicht sagen sollte, aber was eben wahr ist. Oder muss ich eigentlich dankbar sein? Die zweite Möglichkeit wäre eben gewesen, nun gut, ist halt so. Erste Drittel ist auch gut.
Ja, als Randgruppe, und ich bin Randgruppe, ja, die diskriminiert wird, ist so, Randgruppen verdienen weniger, müssen sich mehr anstrengen. Das weiß jeder, der in der Randgruppe ist. Und so ist es eben auch für Schwerstbehinderte. Strengst dich richtig doll an, kommst du vielleicht ins erste Drittel, ist doch okay, oder? Könnte man sich doch zufrieden geben. Das wäre die zweite Option gewesen. Und was die dritte? Die dritte ist, dass ich überlege, ja, was in mir passt noch nicht, ist noch nicht rund, ist noch nicht stimmig. Wie kommt da immer noch Schwäche unbewusst rüber? Nicht nur visuell, sondern ist da noch irgendwas in mir zu transformieren, damit ich mehr Gehör bekomme, damit ich mich besser durchsetzen kann? Ist da ein Weg der Transformation in mir? Obwohl ich visuell als Rollstuhlfahrer aussehe, dass ich nicht unbedingt ein Bild der Stärke vermittle. Nun, Sie werden vielleicht wissen, für was ich mich entschieden habe. Es war für die drei. Für die Transformation. Und dort habe ich eben die Antwort gefunden, dass es nicht darum geht, sich zu beschweren, wenn man sich nicht durchsetzen kann, sondern zu überlegen, was muss ich an mir noch ändern, damit mein Wort mehr Gewicht bekommt. Tja, das ist immer wieder der schwierigste Weg. Man kann in die Beschwerde nach außen gehen oder in die Transformation nach innen. War es schwierig, dieser Grenzgang? Ja, war es. War es zum Teil sehr, sehr schmerzhaft? Ja, war es auch. Und was musste ich denn erkennen auf diesem Weg der Transformation? Nun, es hört sich einfach an. Ich musste nach meinem Selbstmitleid forschen. Es waren immer noch Stufen des Selbstmitleides in mir, der ich mir noch nicht bewusst war und die noch eine Ausstrahlung hatten nach außen. Das ist eben so, wenn Sie wirken als Trainer oder Redner, dass Sie im Grunde genommen sich völlig aufmachen müssen, um zu wirken. Und da müssen Sie auch die Dinge, die vielleicht da sind, die unbewusst noch mitschwingen, ziemlich aufräumen, bevor sie eben eine außergewöhnliche Wirkung als Redner haben. Die meisten wollen ja nach vorne und reden, primär aus Bestätigung und Anerkennung, und daraus wird eben nichts. Es muss schon eine Berufung sein und vielleicht muss auch ein Grund da sein, zu wirken, oder es sollte eine Botschaft da sein, die anderen Menschen dient, denn das macht ein Redner. Indem er sich öffnet, inspiriert er andere. Ja, und was dann passiert in den Jahren danach? Nun, da ist viel passiert. 2007 war jenes Ereignis, von dem ich gerade gesprochen habe. Und dann 2011 ging es los mit der Anerkennung für einen Coaching Award. Das war dann 2014, als ich Vortragsredner des Jahres wurde. Mit meinem Lebenswerk 2015 schon ausgezeichnet wurde. Dann den Mediationspreis 2019 im Frühjahr bekam und im April 2019 sogar direkt vor Barack Obama sprechen durfte vor 14.000 Leuten. Das als ein paar Meilensteine. Ja, und was passiert? Ja, heute hat mein Wort Gewicht, auch zum Thema Führung. Sitze ich noch im Rollstuhl? Ja. Bin ich schwerstbehindert? Ja, ich kann mich zu 90% nicht bewegen. Nehme ich die Hand weg, falle ich hier nach vorne um. Bin ich körperlich schwach? Oh ja, brauche ich Hilfe. Oh ja. Bin ich mental stark? Beantworten Sie es selber. Was sehen die Leute jetzt heute in mir? Sehen Sie noch immer den bedauernswerten Behinderten? Oder ist der Rollstuhl transformiert? Und wenn dem so ist, dass die Antwort in uns liegt, dann wissen Sie jetzt auch die Antwort auf die Frage, was muss passieren, damit Sie sich durchsetzen können? Die Antwort kennen Sie. Sich nicht bei den anderen beschweren, dass die Ihnen nicht zuhören, sondern überlegen, was muss passieren, dass Ihr Wort mehr Gewicht bekommt. Sei es mehr Integrität, dass Wort und Tat
immer mehr übereinstimmen. Sei es, dass sie ihr Selbstmitleid erkennen und ausräumen und wahrscheinlich ihre Lebensergebnisse immer mehr eine eindeutige Sprache sprechen. Ist das eine Antwort, die Sie hören wollten? Vielleicht nicht. Ist das eine Antwort, die funktioniert? Garantiert ja. Und Sie wissen jetzt, wie es geht. Sehr intensives Seminar, sehr praxisbezogen, sehr praxisorientiert und sehr motiviert. Dieser Weg zu meiner persönlichen inneren Zufriedenheit, meine inneren Stolpersteine aus dem Weg zu schaffen und einfach auch, wie mit Menschen umgehe, wie mit Mitarbeiter führe, noch erfolgreicher und dass man noch erfolgreicher werden muss. Meine größten Erkenntnisse ist, dass die Veränderung in mir beginnen muss, bei mir beginnen muss und ich einfach dann als Vorbild für die anderen da sein kann. Die Professionalität, das Thema gepaart mit Freude und Spaß, das zu vermitteln und die Offenheit und die Klarheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.